Organisatorinnen und Organisatoren und natürlich auch ein Danke für die Einladung. Man kommt nicht alle Tage nach Saarbrücken. Es war ein großer Umweg über Berlin notwendig, aber es hat gut geklappt. Und ich habe mich ein bisschen gefürchtet heute im Flugzeug, weil es doch stürmisch war, aber ich bin gut angekommen und gut gelandet. Meine Damen und Herren, vielleicht ein Wort zu dieser schon angesprochenen Kommission, der sogenannten Historikerkommission, die also von der Stadt Wien auf Einladung des Bürgermeisters berufen wurde, die durch eine publizistische Welle sondergleichen bekannt gewordenen Gewalttaten in den städtischen Kinderheimen zu untersuchen. Ich wurde dazu als Leiter dieser Kommission bestellt, bin von der Ausbildung her der einzige Historiker gewesen. Trotzdem hat die Stadt Wien großen Wert darauf gelegt, es eine Historikerkommission zu nennen. Und ich war den Verdacht nicht los. Dahinter versteckte sich ein bisschen die Idee, das Thema zu einem historischen Thema zu machen, das in der Gegenwart keine Relevanz hätte. Wie ich immer, ich hatte sehr, sehr gute Mitarbeiter, Soziologen, Kinder, Fachleute für den Kinderschutz und Therapeuten. Und zusammen haben wir diese Studie in relativ kurzer Zeit, in einem Jahr Forschungsarbeit erstellt. Heute geht es in meinem Vortrag um ein Nachfolgeprojekt. Es geht nicht mehr um die Frage, die Gewalt zu dokumentieren, die Vielfalt der Gewalt darzustellen. Das ist zumindest aus meiner Perspektive im Wesentlichen geleistet. Es geht in meinem Vortrag heute um die Beteiligung der Wissenden oder der vermeintlich Wissenden, der Wissenschaft, derer, die Wissen schaffen, an diesen Strukturen der Gewalt. Das ist ein kompliziertes Thema, wie Sie sehen werden. Ich werde mich bemühen, nicht zu großer Verwirrung beizutragen, sondern ein bisschen zu sortieren. Und manchmal werde ich vielleicht auch ein bisschen einfach sortieren. Dann entschuldige ich mich jetzt schon. In der Diskussion könnte man das eine oder andere dann auch noch differenzieren. Therapeutische Nacherziehung oder Gewalt? Paradigmen der Fürsorgeerziehung in Wien, so der leicht abgewandelte Titel, den ich hier projiziere. Ich beginne mit einer kurzen Geschichte, mit einer natürlich mir erzählten Geschichte. Als Franz 2 Jahre und seine Schwester 4 war, starb der Vater. Dennoch fühlten sich die beiden Kinder in den ersten Jahren mit ihrer verwitweten Mutter sicher und geborgen. 1969 veränderte sich die Lage dramatisch. Die Mutter wurde depressiv und immer öfter betäubte sie ihren Kummer mit billigem Wein. Betrunken fiel sie mehrmals über die Kinder her, verprügelte sie schwer. Abends kam sie oft nicht mehr nach Hause. Franz und Lisa, so nenne ich sie, die Kinder, suchten sie dann stundenlang in den Wirtshäusern des städtischen Viertels. Eine Nachbarin erstattet Anzeige, das Jugendamt schaltet sich ein. Die Fürsorgerin, Sozialarbeiterin, sagt man später in Wien, findet den Zustand freilich unhaltbar und die Kinder werden auf die sogenannte Kinderübernahmsstelle gebracht. Ich werde später zu dieser Institution einiges sagen. Die Psychologin des Jugendamtes empfiehlt ausdrücklich, die Geschwister nicht zu trennen. Und dennoch wird Franz in ein Heim der Caritas, in einen niederösterreichischen Retz, Lisa, seine Schwester, in ein Wiener Kinderheim gebracht. Distanz geschätzte 100 Kilometer. Die Kinder sehen sich ein ganzes Jahr überhaupt nicht. Und als sie sich dann wieder begegnen, sagt die ältere Schwester zu dem Jungen: Wie schaust denn du aus? Du hast so stark abgenommen und das Gewand, das du trägst, ist ja schrecklich. Also ein Schock für die Schwester. Franz wird in seinem 10. Lebensjahr von einem in ein richtiges Erziehungsheim, und ich werde da auf die Unterscheidung noch zurückkommen müssen, im Süden von Wien gebracht. Und als er dann die Schulpflicht absolviert hat, erfolgt wie üblich in Wien ein zweiter Heimwechsel. Er wechselt in das große Lehrlingsheim am Lindenhof in Eggenburg in Niederösterreich. Also die Wechsel finden typisch
in Wien zum 6., zum 10. und zum 14. Lebensjahr statt. Manchmal gibt es dann auch noch später Wechsel. Und mit jedem Wechsel steigert sich, so kann man verallgemeinert sagen, das Maß der strukturellen, aber auch der physischen, der sozialen und der sexuellen Gewalt. Franz und Lisa zeigen sich bei ihrer Überstellung an diese Kinderübernahmestelle relativ gesund. Sie zeigen keine Symptome einer neurotischen Verwahrlosung. Anders als die kleine Erika, deren Fall ich im Workshop diskutieren werde. Was ihnen fehlt, ist ein Zuhause. Darin sind sie kein Einzelfall. Viele Kinder in den Heimen der Stadt Wien waren weder verwahrlost noch asozial. Dennoch kamen sie mit Erreichen des 10. Lebensjahres in ein richtig hartes Erziehungsheim. Bei einem gewalttätigen Heimerzieher half kein Jammern und Klagen. In Biedermannsdorf im Süden von Wien war Franz mit einem besonders gewalttätigen Erzieher und auch mit einer besonders gewalttätigen Erzieherin konfrontiert. Und bald nach den ersten Prügeln, die er dort konsumieren musste, beschloss er, sich seinen körperlichen und seelischen Schmerz nach Möglichkeit nicht mehr anmerken zu lassen. Er externalisierte den Körperschmerz und grenzte ihn in seiner Dauer und Intensität ein. Wörtliches Zitat aus der mündlichen Erzählung: Mit dem Schmerz wohin? Also den Schmerz, den ich empfinde. Es brennt, aber mehr ist es nicht. Sie wechseln ja auch ab, nämlich die Seite, auf die sie schlagen, oder den Körperteil, den sie schlagen, dass man nicht sichtbar verletzt wird. Es brennt, aber es gibt über dem keine Steigerung mehr. Nach dem Brennen gibt es nichts mehr. Und wenn man das weiß, hat man gewonnen. Weil er kann nicht mehr machen, weil er kann mir das Kiefer, wenn er mir das Kiefer bricht, das darf er ja nicht. Und man weiß, es endet. Mit dem Einstecken des Schmerzes hat man gewonnen. Ende des Zitats. Ich führe diese mentale und körperliche Widerstandskraft dieses 10- bis 14-jährigen Kindes darauf zurück, dass es nach einer relativ guten Mutterbindung in der frühen Kindheit gelernt hat, die Attacken der erkrankten Mutter abzuwehren und sich selbst und seine Schwester zu verteidigen. Die Geschwister verbünden sich darüber noch enger. Sie passen aufeinander auf und zusammen passen sie auch auf die erkrankte Mutter auf. Sie zeigen auch keine angstneurotischen Symptome wie Einnässen oder Einkoten oder sprachliche Regressionen. Sie sind nicht verwahrlost und nicht asozial. Mit ihren Kompetenzen überstehen sie mehrere Erziehungsheime. Nach einigen Schwierigkeiten beruflich Fuß zu fassen, wie sie typisch sind für Heimkinder, werden sie, wie sie heute selber sagen, ausgesprochene Familienmenschen und haben weiterhin eine starke geschwisterliche Beziehung und sehr gute Beziehungen zu ihren Kindern und Enkelkindern. Das allerdings unterscheidet sie, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, von vielen anderen Heimkindern, die ein Leben lang unter der Schwierigkeit leiden, dass sie keine Bindungen eingehen können oder keine Bindungen halten können. Nun, wenn ich sage, Franz und Lisa waren nicht verwahrlost und nicht asozial, verlangt das freilich nach einer Erklärung und nach Begriffen, die genauer sind als die Alltagsrede. Ich unterscheide drei Begriffe von Verwahrlosung und Asozialität. Einen psychoanalytisch-therapeutischen Begriff, einen psychiatrischen, insbesondere in der Wiener Situation einen heilpädagogischen Begriff und drittens einen alltagstheoretischen Begriff. Ich beginne mit dem psychoanalytischen. Er ist vor allem, was Wien betrifft, das Wiener System der Fürsorge betrifft, mit der Person des August Eichhorn verbunden. August Eichhorn war als junger Mann Lehrer an Volksschulen, an einer Fachschule für Maschinenbau, an einer Handelsschule, dann Zentraldirektor von Wiener Knabenhorten. Er hörte aber nebenbei auch Vorlesungen an der heilpädagogischen Abteilung der Wiener Universitätskinderklinik bei Professor Lazar. Auf Lazar werde ich noch zu sprechen kommen. Während des Ersten Weltkriegs setzte sich stark gegen die Militarisierung der Erziehung
in den Schulen und in den Knabenhorten ein. Und er unterrichtet Horterzieherinnen und auch schon die ersten Generationen von Fürsorgerinnen der Stadt Wien. Von 18 bis 23 organisiert er zunächst im Auftrag der Gemeinderegierung ein Sommerferienlager für Wiener Arbeiterkinder. Es ist das Ende des Ersten Weltkriegs, die Kinder sind mit vielfältigen Krankheiten und Unterernährung etc. belastet. Und aus diesem Sommerferienlager in der Nähe der Stadt Hollabrunn entsteht ab dem Herbst 1919 eine Fürsorgeerziehungsanstalt. 1921 nimmt Eichhorn Kontakt mit der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung auf, und Sie werden gleich verstehen, warum ich das erwähnen muss. Er beginnt ungefähr zur gleichen Zeit eine Psychoanalyse bei Paul Federn und tauscht sich mit Anna Freud über Verwahrlosung und Asozialität aus. Von 23 bis 30 führt Eichhorn sogenannte Erziehungsberatung durch. An allen Wiener Bezirksjugendämtern werden die Erziehungsberatungsstellen eingerichtet, und Eichhorn ist sozusagen der fliegende Erziehungsberater, der jeden Wochentag ein anderes Bezirksjugendheim besucht und dort in seinen Stunden also Eltern, manchmal auch Eltern und Kinder zu beraten. 1925 erscheinen seine Vorträge, die er bis zu diesem Zeitpunkt gehalten hat, und zwar Vorträge vor Erziehern und Fürsorgerinnen unter dem Titel Verwahrloste Jugend mit einem Geleitwort von Sigmund Freud. 1931 wird er vom Jugendamt pensioniert. Er bleibt aber weiterhin aktiv. Er gründet eine Erziehungsberatungsstelle der Psychoanalytischen Vereinigung. Das ist die Organisation, die die Freudsche Psychoanalyse in Wien organisiert. Unlängst erst erschienen 13 Vorlesungen, die Eichhorn im Herbst 1945 gehalten hat vor angehenden Erziehern und die jetzt vor kurzem als Buch mit dem Titel August Eichhorn Vorlesungen erschienen sind. Ich habe in diesem Buch einen Essay beigetragen mit dem Titel Warum das Wiener Jugendamt seinem Erziehungsberater nicht folgte. Und dieser Titel könnte auch über meinem heutigen Vortrag stehen. Eichhorn hat also ein Berufsleben lang praktisch und theoretisch mit Verwahrlosung und Asozialität von Wiener Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt. Und heute glaube ich und glaubt eine Gruppe von Forschern, dass seine Arbeit vor allen Dingen in diesem erst vorhin genannten Fürsorgeerziehungsheim in Oberhollabrunn wegweisend gewesen wäre. Der Konjunktiv sagt Ihnen schon, dass das Jugendamt der Stadt Wien einer anderen Theorie gefolgt ist. Eichhorn leitete dieses Heim. Es entstand aus hölzernen Kriegsflüchtlingsbaracken, war äußerst bescheiden in seiner Ausstattung. Ich habe hier ist das Buch Verwahrloste Jugend, und hier ist ein schlechtes Foto, aber eines der ganz wenigen aus dem Inneren dieses Heimes. Circa 1000 Kinder sollten hier nacherzogen werden, wie der Terminus Eichhorns lautete. Nach seinem Entwurf sollte sich das Heim von allen Besserungsanstalten der Habsburger Monarchie deutlich unterscheiden. Keine Einsperrung, dieses Heim war offen, die Kinder konnten entweichen, wann immer sie wollten, stellten aber fest, es macht weniger Spaß zu entweichen, wenn das Heim gar nicht abgeschlossen ist, und kommen wieder zurück. Keine Arrestzellen, keine exzessive körperliche Gewalt, stattdessen eine zwar konsequente, ja konfrontierende, aber, wie Eichhorn selbst es formuliert, liebevolle Nacherziehung. Für Eichhorn war Verwahrlosung allerdings etwas ganz anderes als für weite Teile im System. Für Eichhorn war Verwahrlosung der Zustand jedes Kindes vor seiner Erziehung. Ich gebe Ihnen dazu ein wörtliches Eichhorn-Zitat. Jedes Kind beginnt sein Leben als asoziales Wesen. Es besteht auf der Erfüllung der direkten primitiven Wünsche aus seinem Triebleben, ohne dabei die Wünsche und Forderungen seiner Umwelt zu berücksichtigen. Dieses Verhalten, das beim Kleinkind normal ist, gilt als asozial
oder als dissozial, wenn es sich über die frühen Kinderjahre hinaus fortsetzt. Aufgabe aller Erziehung sei es, das Kind aus diesem normalen Zustand der Asozialität herauszuführen und der Gesellschaft anzupassen. Das könne aber nur gelingen, wenn die Gefühlsentwicklung des Kindes in der Familie normal verlaufe. Sonst bleibe das Kind asozial bzw. dissozial oder es bringe eine nur äußerliche Anpassung an die Umwelt zustande. Etwas, was Eichhorn latente Verwahrlosung nennt. Geringe Anlässe würden genügen, um die latente in eine manifeste Verwahrlosung zu verwandeln. Ist ein Kind verwahrlost in diesem Sinn, sei eine psychotherapeutisch informierte und unterstützte Nacherziehung erforderlich. Nur dann, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nur dann habe Fürsorgeerziehung einer öffentlichen Hand, wie nun in meinem Fall der Stadt Wien, an die Stelle der elterlichen Erziehung zu treten. Sie sei aber ganz anders zu organisieren als in den aus der Habsburger Monarchie überkommenen Besserungsanstalten. Eine erfolgreiche Nacherziehung asozial gebliebener Kinder gelinge nur über das Bewusstmachen ihrer unbewussten Gefühlseinstellungen. Wir sind hier natürlich inmitten in der Begrifflichkeit der Psychoanalyse. Diese Rede impliziert eine Theorie des Unbewussten, wie sie in den 20er und 30er Jahren in der Freudschen Theorie vorliegt. Und dass sich nach Freuds Theorie gegen den Verzicht des Kindes seine sinnlichen Wünsche umgehend zu befriedigen, also Triebverzicht zu leisten, in der Regel Widerstand aufrichtet, könne eine Nacherziehung des asozialen Kindes nur gelingen, wenn sie psychotherapeutisch wirkt. Eichhorns im Lauf der 2 Jahre in Oberhollerbrunn erfolgende Praxis besteht wesentlich darin, dieses Konzept praktisch auszuprobieren. Sehr vereinfacht gesagt besteht diese Praxis darin, ein Kind mit asozialen Zügen bei einer passenden Gelegenheit mit starken Affekten und Emotionen zu konfrontieren oder diese Emotionen in ihm auszulösen. Weil in der Hoffnung nämlich, dass diese Emotionen das Kind dazu bringen würden, sich mit dem Erzieher zu identifizieren, mit ihm in eine Beziehung einzutreten, die es dann erst geneigt macht, den Vorschlägen oder Mahnungen des Erziehers zu folgen. Sehr abstrakt formuliert, vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Eichhorn selbst gibt es in einer seiner Vorlesungen. Ein Kind hat gestohlen, hat aus der Kasse des Heims in Oberhollerbrunn Geld entwendet. Er lässt es zu sich rufen. Er ist ganz sicher, dass dieses Kind den Diebstahl begangen hat und konfrontiert das Kind mit dem Diebstahl. Du hast Geld aus der Kasse genommen. Wo hast du das Geld? Leg es mir auf den Tisch. Das Kind ist schockiert. Dass er es so, gewissermaßen so konfrontiert und zieht das Geld aus der Tasche und er und Eichhorn sagt, behalte es. Das ist vollkommen verblüfft, das Kind. Und er sagt dann, du kriegst von mir den Auftrag, dieses Geld für einen bestimmten Zweck zu verwalten, unser Geld zu verwalten. Und daraus entsteht diese starke affektive Regung, die das Kind mit dem Erzieher identifiziert und in der Folge soll es, jedenfalls nach Darstellung von Eichhorn, gelingen, dieses Kind zu, wie wir vielleicht sagen können, nachzuerziehen. Ich fasse die wichtigsten Thesen von Eichhorn ganz knapp zusammen. Erstens, Ursachen der Verwahrlosung im Eichhornschen Sinn liegen immer in der frühen Kindheit. Hier kann Verwahrlosung durch einen Mangel an Bindung, durch einen Mangel an eine im weitesten Sinn des Wortes liebevoll erziehende Person entstehen. Zweitens, die Fürsorgerin, später Sozialarbeiterin, kann diesen Mangel bei Hausbesuchen nur in besonders krassen oder offensichtlichen Fällen erkennen. Sie achtet nämlich überwiegend auf Indikatoren wie Unsauberkeit, Verletzung von Ordnungsvorstellungen, Verletzung auch der Vorstellung der vollständigen Familie. Beispielsweise eine alleinerziehende Mutter erweckt prinzipiell Argwohn über der Fürsorgerin überfordert zu sein. Materielle Armut, Zeichen materieller Armut, wenig Nahrung, vielleicht die Nahrung vom vorletzten Tag noch auf dem Herd und ähnliches mehr. Eichhorn hält dagegen,
ein schmutziges Bett, ein verdreckter Herd, körperliche Unreinheit des Kindes etc. etc. sind keine sicheren Indikatoren für Verwahrlosung und Asozialität. Und auch wenn eine Mutter ledig, wenn sie verwitwet oder geschieden ist, wird das Kind nicht zwangsläufig verwahrlosen. Es wird auch dann nicht zwangsläufig verwahrlosen, wenn Vater oder Mutter arbeitsunfähig sind, wenn sie in Haft sind, wenn sie alkoholsüchtig werden oder depressiv werden, so wie Franz und Lisa nicht verwahrlosen, obwohl die Mutter depressiv und aggressiv geworden ist. Fazit: Aus schwachen sozialen und materiellen Bedingungen ist nicht auf Verwahrlosung und Asozialität zu schließen. Verwahrlosung ist kein gesetzmäßiger Effekt von sozialen und materiellen Verhältnissen. Sie entsteht subjektiv aus der Verarbeitung ungünstiger sozialer und materieller Verhältnisse. Daraus folgert Eichhorn weiter: Ein Kind ist seinen Eltern, seiner Mutter, seinem Vater, einem sorgenden Großelternteil, nur dann abzunehmen, so der Terminus technicus in Wien, ich bin nicht sicher, ob es überall in Deutschland auch so heißt, also in der Fürsorgeerziehung zu übernehmen, wenn es latent oder manifest verwahrlost und asozial geworden ist. Dann aber benötigt es psychotherapeutisch ausgebildete Erzieher oder wenigstens die Unterstützung der gut ausgebildeten Erzieher durch Psychotherapeuten. Sechstens, ob das Kind verwahrlost und asozial ist, kann nur in einer gründlichen Untersuchung geklärt werden. Es liegt auf der Hand, dass Eichhorn hier eine tiefenpsychologische Untersuchung sich vorstellt. Die Kinderheime und Erziehungsheime der Stadt Wien waren alle nicht darauf eingerichtet. Sie führten großenteils die Gewalterziehung der alten Besserungsanstalten fort. Das ist ja die Essenz, das Ergebnis unserer Studie. Erst bald nach dem Tod Eichhorns im Jahr 1949 wird aus privater Initiative ein kleines Therapieheim gegründet im Dornbach, das ist ein Stadtteil von Wien, 17. Bezirk. Und bald darauf auch eine sogenannte Child Guidance Clinic, wo sich Therapeuten und Erzieher darauf konzentrieren, im Sinne von Eichhorn verwahrloste, asoziale Kinder zu therapieren und zu erziehen. Aber diese zwei Heime haben zusammen ungefähr 60 Kinder im Jahr aufgenommen. Die große Zahl der Wiener Heime, das sind an die 60, sind nicht alle in Wien, sondern auch in Niederösterreich, nehmen im Jahr 5000 Kinder auf. Sie haben also ein Zahlenverhältnis von 60 zu 5000. Begeben wir uns auf die Suche nach den Ursachen. Der für die gesamte Fürsorgepolitik in Wien zuständige Stadtrat, Professor der Anatomie, Konstitutionsforscher, Julius Tandler, hatte eine ganz andere Auffassung von Verwahrlosung und Asozialität als Eichhorn. Seine Autobiografie erlaubt den Schluss, dass er ein Leben lang den eigenen Vater vermisste, der zwar vorhanden war, aber seine Familie nicht gut ernähren konnte, der das Studium des Sohnes nicht bezahlte, der Sohn war auf Stipendien angewiesen, weil er in Mathematik schlecht war, war es schwierig für ihn, das Studium zu beenden. Er hat es beendet und wird 1910 Professor für Anatomie an der Universität Wien. Dieser Professor Tandler wächst schon als Student in einem Diskurs auf, in einem Diskurs, der vorwiegend von Medizinern getragen wird und den wir nach seinen wesentlichen Gründungsautoren den rassenhygienischen Diskurs nennen. Also eugenisch liest man bald mal irgendwo, aber dass diese Autoren von Rassenhygiene selbst sprechen, wird in der Regel unterschlagen. Die deutschen Ärzte Plötz und Schallmeier haben diesen Begriff der Rassenhygiene geprägt, wobei man der Genauigkeit halber hinzufügen muss, dass Schallmeier Rassehygiene haben wollte, sich damit aber nicht durchsetzen konnte.
Dieser Begriff bezeichnet ein Rahmenkonzept. Es ist nicht einfach, das zu erklären. Es ist ein Rahmenkonzept, das die gesamte Sozial-, Bevölkerungs- und Familienpolitik und vor allen Dingen auch die Gesundheitspolitik prägen sollte. Durch die ganze Erste Republik in Österreich, das ist die Zeit von 1918 bis 1938, nach einer anderen Zählung bis 1934, und dann folgt der sogenannte Austrofaschismus und insbesondere aber auch seinen Höchststand erreicht in der Zeit des Dritten Reichs, des nationalsozialistischen Dritten Reichs. Julius Tandler teilt eine Grundidee der Rassenhygiene, und diese Grundidee sei Ihnen ganz kurz erläutert. Staatliche und kommunale Politik hat für das biologisch und erbtheoretisch wertvolle Leben zu sorgen. Und auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite, die Negativseite, wenn Sie so wollen, die Entstehung sogenannten unwerten Lebens nach Möglichkeit zu unterbinden. Damit im Zusammenhang steht eine Vorstellung von Menschenökonomie. Der Schöpfer dieses Begriffs ist Wilhelm Goldscheid. Das heißt, die Vorstellung, dass die Bevölkerung eines Staates sein organisches Kapital bildet und der Staat aufgerufen ist, dieses organische Kapital bestmöglich zu verwalten. Nur dies garantiert Wohlstand und lässt Kriege gewinnen. Ich erinnere daran, dass die Rassenhygiene unter anderem in den Jahren des Ersten Weltkriegs einen starken Zulauf erfährt. Warum schloss nun Tandler das von Eichhorn geführte Kinderheim in Oberhollerbrunn schon nach 2 Jahren? Ganz kurz erklärt, 1921 wird Wien von Niederösterreich abgetrennt und ein eigenes Bundesland. Und in diesem Zuge übernimmt Wien große Heime in Niederösterreich, die vorher niederösterreichische Heime waren, unter anderem die Niederösterreichische Landesbesserungsanstalt in Eggenburg, von der ich ja schon gesprochen habe. Sie wird mit ca. 500 Plätzen für Jugendliche das größte Erziehungsheim der Ersten Republik. Und mit dieser Entscheidung, dieses Heim weiterzuführen, diese ehemalige Besserungsanstalt weiterzuführen und das ihr ein Lehrlingsheim zu machen, in dem ein Teil der Erzieher gleichzeitig Meister sind in bestimmten Handwerksberufen und die Jugendlichen unabhängig von ihren Begabungen, unabhängig von ihren eigenen Berufswünschen, diese begrenzte Zahl von Lehrberufen erlernen müssen, das führt zu einer, wenn Sie so wollen, Struktur, zu einer strukturellen Gewalt, in der die Ausbildung im Handwerk gleichzeitig die Mittel und Methoden der Erziehung vorgibt. Um ein Beispiel zu sagen, wie wehrt sich einer, der gegen seinen Willen Fleischhauer werden möchte, gegen diese Zumutung? Strukturelle Gewalt besteht in der Zumutung. Die Gewalt in diesem Falle wendet dieser junge Mann gegen sich selbst, indem er sich mit dem Fleischermesser die Hand zerschneidet, um aus dieser Berufsausbildung zu flüchten. Eichhorn hat sich für die Leitung dieses Erziehungsheims in Eggenburg interessiert, aber eine Bewerbung für aussichtslos gehalten. Wie er später schreibt, wollte ihn die Stadt Wien mit Sicherheit nicht an der Spitze dieses großen Erziehungsheims sehen. Eggenburg sollte nicht nach Eichhorns therapeutischen Vorstellungen gestaltet werden. Kein anderes Erziehungsheim der Stadt wurde nach Eichhorns Vorstellungen gestaltet. Wie wirkt sich nun die rassenhygienische Grundidee, die ich Ihnen ganz kurz skizziert habe, auf die Gestaltung der städtischen Erziehungsheime aus? Dazu vielleicht noch ein paar Sätze zur Rassenhygiene selbst. Es gibt einen Gründungstext der Rassenhygiene, der von dem schon genannten deutschen Arzt Plötz stammt, mit dem Titel »Die Tüchtigen unserer Rasse und der Schutz der Schwachen«. Plötz versteht sich als eine Art von Sozialist, wenn auch nicht parteigebunden, und als Utopist. Er reist in die USA, um dort alternative Lebensweisen zu studieren und ähnliches mehr. Und er formuliert in diesem Buch einen äußerst bemerkenswerten Satz, der sehr viel mit der historischen Katastrophe der Heimerziehung zu tun hat. Nämlich diesen Satz: Die Erzeugung guter Kinder wird nicht irgendeinem Zufall, einer angeheiterten Stunde überlassen,
sondern geregelt nach Grundsätzen, die die Wissenschaft aufgestellt hat. Und Professor Tandler, der Stadtrat, nach dessen Plänen das gesamte Fürsorgesystem in Wien aufgebaut wird, sagt, ja, es gibt ethische, humanitäre oder fälschlich humanitäre Gründe, die dagegen sprechen, aber schließlich und endlich wird auch die Idee, dass man lebensunwertes Leben opfern müsse, um lebenswertes zu erhalten, immer mehr und mehr ins Volksbewusstsein dringen. Das rassenhygienische Denken, das ich in diesen zwei Zitaten sozusagen nur wie in der Nussschale einfangen möchte, bestimmt nun in Wien seit 1916, genau gesehen, die Kriterien, nach denen Kinder als verwahrlost und asozial eingeschätzt werden. Diese Kriterien sind nun hygienische, psychiatrische und erbtheoretische Kriterien. Die rassenhygienische Vorstellung von Verwahrlosung und Asozialität fokussiert nicht auf die Triebentwicklung, diesen freudschen Begriff, den Tandler, den Eichhorn übernimmt, sondern auf angeborene und ererbte körperliche, seelische oder geistige Schäden, Mängel, Schwächen, die, und das ist ganz charakteristisch, und Sie werden sehen, das lässt sich bis in die Details im Erziehungsheim nachweisen, die von denen, die es darauf anlegen, an den Körpern abgelesen werden können. Das heißt, charakterliche Schwächen, intellektuelle Schwächen, soziale Schwächen, mentale Schwächen, oder was man dafür hält, werden den Kindern körperlich angesehen. Meine Beweisführung sieht nun vor, dass ich Ihnen dieses Haus vorstellen muss. Es ist die sogenannte Kinderübernahmsstelle, abgekürzt KÜST, Wien, Lustkrankengasse. Das ist die erste nach rassenhygienischen Prinzipien konzipierte Anstalt dieser Art in Europa. Und entsprechend groß ist auch die Neugierde europäischer Eliten, sozialpolitischer Eliten aus allen möglichen Ländern, die Wien besuchen und unter anderem dieses Haus bestaunen. Was bestaunen Sie daran? Was geschieht hier mit den Kindern? Kinderübernahmsstelle, das Wort sagt es ja schon. Alle Kinder, die ihren Eltern abgenommen und in der Fürsorgeerziehung gebracht werden, welche Konsequenzen es dann auch immer hat, werden zunächst in dieses Haus gebracht. Fast alle. Es gibt wenige Ausnahmen. Mindestens 3 Wochen bleiben sie hier in Quarantäne. Quarantäne ist ein Begriff aus der Seuchenlehre. Ja? Ein rassenhygienischer Begriff par excellence. Sie werden desinfiziert, sie werden von ihren Familien radikal getrennt und sie werden psychiatrischen und psychologischen Untersuchungen unterworfen. Das Kind wird auf der unreinen Seite aufgenommen, entkleidet, entlaust, geduscht, gebadet oder gebadet und in Anstaltskleider gesteckt. Die Kleider des Kindes, mit denen es ins Heim abgeliefert wurde, werden in einen Sack gestopft und vor den Augen des Kindes an einer Kette durch ein Loch in der Decke in die darüberliegende Desinfektionsabteilung hochgezogen. In der subjektiven Perspektive des Kindes verschwindet das eigene, das Mitgebrachte, in einem dunklen Loch in der Decke. Dann wird das Kind auf die reine Seite gebracht und in das sogenannte Übergangsheim. Und hier spielt und schläft ist es hinter großen Glasfenstern. Hinter den Glasfenstern sitzen Assistentinnen und Studentinnen der Psychologie. Sie beobachten jede Regung des Kindes und legen genaue Protokolle über ihre Beobachtungen an. Professor Tandler hat an der KÜST, an seinem Hauptwerk, wenn Sie so wollen, ein kinderpsychologisches Institut eingerichtet, das formal von Charlotte Bühler geleitet wird. Viele von Ihnen werden den Namen kennen. Das ist die Frau des Ordinarius für Psychologie in Wien, Karl Bühler. Aber de facto wird dieses kinderpsychologische Institut von Hildegard Hetzer betrieben und einigen Mitarbeitern. Die hierher überstellten Kinder bilden das jeweils
wörtliches Zitat, frische Kindermaterial für die psychologische Forschung. Hier entsteht unter anderem der Wiener Kleinkindertest, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Er wird von 1935 von Hetzer und Wilfried Zeller, der später in der DDR eine Professur übernimmt, publiziert. Seine Funktion ist rassenhygienisch. Der Test soll, wie die Autoren versprechen, rasch und sicher herausfinden, welches Kind irgendeine sozialfürsorgerische, sozialpädagogische Betreuung, Förderung verdient und bei welchem Kind dieses entschieden nicht stattfinden soll, um nicht öffentliche Mittel zu verschwenden. Mit diesem Test werden dann ab 1940 wertlose Kinder herausgesucht und medizinisch getötet. Ungefähr 600. Diesen Test setzt Frau Hetzer, kriegsverpflichtet von dem nationalsozialistischen Regime, im sogenannten Wartegau in Polen ein, um, hier sehen Sie sozusagen eine positive Variante der Rassenhygiene, die germanisierbaren polnischen Kinder herauszufinden, die dann dem polnischen Volk geraubt werden und dem deutschen Volk zugeführt werden. Nun zu einer zweiten wissenschaftlichen Einrichtung der Fürsorgeerziehung, die nicht weniger bedeutsam ist. Es ist die heilpädagogische Beobachtungsstation an der Universitätskinderklinik. Die Universitätskinderklinik wird 1911 gegründet. Sie ist steht unter der Leitung von Clemens von Birquet. Und hier wird eine heilpädagogische Beobachtungsstation eingerichtet, deren Leitung dem Dozenten Erwin Lazar mit Z in der Mitte übertragen wird. Lazar ist ein ambulanter, fliegender Konziliararzt, der auch viele kleine heilpädagogische Stationen, eine im Zentralkinderheim, wo Kinder, kleine Kinder zunächst warten, um irgendwo auf einem Pflegeplatz verteilt zu werden, und aber auch an einigen anderen Kinderheimen eingerichtet sind. Die Aufgabe dieses Herrn Lazar ist nun, ebenso wie die seines Nachfolgers Hans Asperger, Sie kennen wahrscheinlich das Asperger-Syndrom, und ihrer Oberärzte, die unter ihnen arbeiten, die Kinder, die hier in dieser heilpädagogischen Station vorgestellt werden, zu beobachten und zu diagnostizieren. Die Befunde, die sie machen, können wir den Akten des Jugendamtes bzw. der Kinderübernahmestelle entnehmen, das haben wir auch getan, sie studiert. Sehr oft ist darin von Verwahrlosung, von eingetretener oder vielleicht auch schon hochgradiger Verwahrlosung die Rede. Aus der Begründung, die die Ärzte geben und die wir dort nachlesen können, wird ganz deutlich, dass Verwahrlosung und auch Asozialität hier etwas ganz anderes bedeuten als bei Eichhorn. Sie sind Passepartout-Kategorien für alle Abweichungen von normativen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit, von Wert und Unwert bzw. Minderwert. Sie bauen auf Diskursen der Psychiatrie und der Polizei- und Kriminalwissenschaft des späten 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts auf. Ich hebe nur die folgenreichsten Theorien und Theoreme hervor, die von der Wiener Heilpädagogik, und ich muss nun sagen, die Wiener Heilpädagogik hat bestimmte Besonderheiten. Ja. Sie ist psychiatrisch und sie entsteht eben im Kontext des Wiener Fürsorgesystems. Ich nehme nun nur die wichtigsten Theorien und stelle sie Ihnen kurz vor. Verwahrlosung ist in der Heilpädagogik, in der Geschichte der Heilpädagogik schon im späten 19. Jahrhundert, also um den 1870er Jahren, als ein sittlicher, sozialmoralischer Mangel angesehen. Verwahrlosung wird auf sündhafte oder auf kriminelle, teils auf pathogene, also krankmachende Verhältnisse zurückgeführt. Ein sozialkulturelles und ökonomisches Problem wird hier entweder pastoralisiert, das heißt seitens zum Beispiel evangelischer Theologen in deutschen Großstädten, oder aber und in der Folge dann immer mehr und anhaltend medikalisiert.
Der zweite Punkt ist die Degenerationstheorie. Degenerationstheorie sagt, wiederum maximal reduziert und vereinfacht, über die Vererbung von körperlichen und seelischen Mängeln über mehrere Generationen hinweg komme es zu immer stärkeren Ausprägungen der Mängel. Das ist die Behauptung, die These einer progressiven Degeneration. Sie können sich vorstellen, dass das für die Rassenhygieniker eine wichtige Theorie ist, die Vorstellung, dass ohnehin schon belastete Eltern wieder Kinder haben und die wieder Kinder haben, verbinden sie mit der Vorstellung, dass die Mängel immer krasser werden, immer schwieriger, immer beschwerlicher für die Gesellschaft. Eine nächste Theorie würde man vielleicht an dieser Stelle nicht erwarten. Es ist eine frühe Version der Milieutheorie. Die Entstehung sozialer, sittlicher, körperlicher, psychischer Mängel wird nicht nur vererbt, sie wird auch durch das Milieu begünstigt. Ich bin in diesem Punkt noch eher am Anfang. Ich habe die weiche Hypothese, dass die Milieutheorie in Wien deshalb eine Rolle spielt, weil ein Ableger der Freudschen Psychoanalyse, nämlich die Adlersche Variante von Psychoanalyse, sehr stark mit dem Milieu agiert. Und diese Adlersche Variante der Psychoanalyse bei vielen Kräften in Wien, unter anderem beim Stadtschulrat, viel beliebter ist als die Freudsche Psychoanalyse. Schließlich ganz kurz zur Psychopathologie. Sie kennen den Begriff wahrscheinlich, er ist noch immer in Gebrauch, obwohl er nach offiziellen Konventionen abgeschafft ist. Die Psychopathologie gewinnt starken Einfluss in den 1890er Jahren der Gründungstext stammt von einem Gefängnisdirektor. Ludwig August Koch ist sein Name, der erstmals einen Zusammenhang zwischen bestimmten Krankheiten und Kriminalität herstellt. Koch kann man immerhin konzidieren, dass er ein fortschrittliches Denken zeigt, wenn er sagt, ja, nicht alle Kriminellen sind ausschließlich selbst schuld an dem, was sie tun. Es gibt da auch Krankheiten, die sie sozusagen kriminell werden lassen. Und er verbindet mit seiner Theorie ja die Hoffnung, dass Gefängnisdirektoren, Polizisten und so weiter, wenn sie das erkennen, wenn sie das wissen, mit den kriminell gewordenen, sagen wir mal, etwas sanfter umgehen würden. Ich glaube, diese Hoffnung hat sich im Wesentlichen nicht erfüllt. Koch spricht auch bereits von psychopathisch Minderwertigen und dockt mit diesem Begriff des psychopathisch Minderwertigen natürlich ganz offenkundig an den rassenhygienischen Diskurs an. Diese Theorien, ich gehe nicht weiter ins Detail, bilden ein Reservoir von Theorien und Begriffen, aus denen sich die heilpädagogischen Ärzte der Wiener Universitätskinderklinik ab 1911 sozusagen bedienen. Das Jugendamt betreibt die Vorstellung der Kinder in der heilpädagogischen Station, weil es die wissenschaftliche Legitimation des Beschlusses haben möchte und haben muss, dass es rechtens ist, das Kind seinen Eltern abzunehmen. Wie diese heilpädagogischen Befunde aussehen, lässt sich am besten erkennen, wenn man sich einen konkreten heilpädagogischen Befund vornimmt. Ich stelle Ihnen hier einen vor, ich habe ihn stark gekürzt. Das Kind Iris Smith ist seit 12.10.62 wegen Erziehungsschwierigkeiten, Schulschwänzen durchgehen, also abhauen, zur Beobachtung an der heilpädagogischen Station aufgenommen. Anamnese, außereheliche Geburt nach normaler Schwangerschaft. Zu Hause gibt es hysterische Szenen, wenn sie etwas nicht durchsetzen kann. Die häusliche Situation ist sowohl räumlich als auch erzieherisch grotesk insuffizient. Untersuchung und Beobachtung. Körperlich für ihr Alter recht groß, etwas schmächtig gebaut, ein blasses Gesicht mit tiefliegenden Augen und langer, schmaler Nase, leicht hydrozephaler Schädel, beträchtliche Oberkieferprognathie, also ein vorstehendes Oberkiefer und enzephalitisches Zahnfleisch. Magerer Körper mit etwas atonischem Bauch, also die Bauchmuskeln sind etwas unterentwickelt, der Bauch wölbt sich noch vor, Hyperhidrose, feuchte Hände und Fußflächen.
Intellektuell ist sie absolut durchschnittlich begabt. Absolut durchschnittlich begabt. Nach Habig 103 Intelligenzquotient. Im Einzelkontakt zeigt sich eine etwas abgestandene, einsichtsvolle Rede. Was immer das sein mag. Ganz eklatant ist die Erziehungsinsuffizienz, das Gegeneinanderarbeiten der Erziehungsfaktoren und so weiter. Es folgt dann noch eine Zusammenfassung. Aus all diesen Gründen kam es durch das völlig insuffiziente Milieu zu den verschiedensten Verwahrlosungssymptomen und hysterischen Reaktionen. Und deshalb wird zu einer gerichtlichen Erziehungshilfe und Unterbringung in einem entsprechenden Heim geraten. Ende des Zitats. Ich bemerke nur kurz, was hier steht, steht auf dem Papier. In Wirklichkeit ist die Abnahme des Kindes beschlossen. Dieses an die Kinderübernahmestelle geschickte Gutachten zeigt die Funktion der Heilpädagogik in diesem System. Sie pathologisiert das Kind, aber auch die häuslichen Verhältnisse, die Eltern, die Großeltern. Die Begriffe, mit denen sie pathologisiert, sind aus den vorhin genannten Theorien zusammengebastelt, darf ich etwas respektlos sagen. Also es gibt Elemente der Psychopathologie, es gibt Elemente der Degenerationslehre, es gibt Elemente der Kretschmerschen Lehre von Körperbau und Charakter. Also diese Kretschmersche Lehre aus 1921, dass man sozusagen den Charakter an den körperlichen Merkmalen erkennen können. Wo nach dem Nachfolger von Lassard, dem Herrn Professor Asperger, die Sozialwissenschaft und die Pädagogik zuständig wären, bezieht sich der Oberarzt auf seine eigenen Normen aus dem bürgerlichen Alltagsleben. Die vollständige bürgerliche Familie ist ihm der normative Maßstab. Wenn die Mutter verwitwet ist, die Großmutter verwitwet und die Mutter ledig, ist sozusagen eine soziale Insuffizienz gegeben. An ihr misst er so etwas wie soziale Pathologie. Und das führt ihn zu der Ausdrucksweise grotesk erziehungsinsuffizient. Ich komme zum dritten Begriff von Asozialität. Und Verwahrlosung. Und dieser dritte Begriff bezieht sich auf die Macht des Alltagsdenkens im Bereich der Fürsorgeerziehung. Generationen von Heimerziehern, Heimleitern, Ärzten, Lehrern, Direktoren folgen nicht nur in etwa den bisher erwähnten wissenschaftlichen Theorien ihrer Zeit, sondern stets auch einer alltagsweltlichen Auffassung von Verwahrlosung und Asozialität. Und ich habe mich dazu entschieden, diese Auffassung zu bezeichnen, denn die Alltagssprache gibt keine klaren Begriffe. Ich bezeichne sie als den Begriff oder die Vorstellung der schuldhaften Verwahrlosung und Asozialität. Noch viel stärker als in der heilpädagogischen Klinik, von der ich bisher gesprochen habe, bestimmt das Alltagsdenken die Geschehnisse im Erziehungsheim. Die Strafen, die Demütigungen, der Einsatz schwerer körperlicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird vorwiegend alltagstheoretisch legitimiert. Selbst die Gegenwehr von Kindern oder der vergebliche Fluchtversuch gelten als Beleg des rassischen und sozialen Minderwerts, ohne die Theorien der Rassenhygiene im Detail zu zitieren oder auch nur zu kennen. Ärzte, Lehrer, Erzieher verständigen sich, wenn sie miteinander kommunizieren in diesem System, das ja sehr stark vernetzend wirkt, wirksam ist, quasi in einer Lingua Franca, in einer Kunstsprache, die aus Alltagssprache mit theoretischen Versatzstücken besteht. Das Gutachten, das ich jetzt hier projiziere, stammt beispielsweise von einer Schulleiterin. Es ist eine geistliche Schulleiterin, aber das tut nichts zur Sache. Und Sie sehen in diesem kurzen Text, der natürlich in Wirklichkeit viel länger ist, in diesem kurzen Ausschnitt, exemplifiziert, was ich gerade gesagt habe. Eine Alltagssprache mit Versatzstücken aus diversen Theorien. Wörtlich, Iris entpuppt sich immer mehr als trauriges Ergebnis unguter Erbanlagen, zerrissener häuslicher Verhältnisse, verfehlter Früherziehung und zerfahrener Geisteshaltung. Die Minderjährige ist körperlich zwar dem Alter entsprechend entwickelt, aber von krankhafter, nervöser Unruhe und Sprunghaftigkeit und so weiter. Dieses Gutachten führt dazu, dass Iris
eine Klosterschule verlassen muss, weil sie dort als unführbar gilt, aufgrund dieses Gutachtens, und in ein wirkliches Erziehungsheim verbracht wird. Hier und in den allermeisten Befunden, Erzieherberichten und Gutachten, die wir gelesen haben im Zuge unserer Forschungen, verbinden sich also ältere Konzepte der schwarzen Pädagogik mit Elementen des rassenhygienischen und des psychiatrischen Diskurses. Meine These ist, dass in der Praxis der Fürsorgeerziehung die alltagstheoretischen Denkweisen noch stärker wirksam waren als die wissenschaftlichen. Oder wenigstens, Theorien wirkten besonders dann überzeugend und wurden gerne angenommen, wenn sie sich mit den tradierten Figuren des Alltagsdenkens gut vereinbaren ließen. Ich denke mir, dass dieser Befund für sehr viele Bereiche des Nutzens oder der Wirksamkeit von wissenschaftlichen Theorien gilt. Damit habe ich den dritten, den alltäglichen Begriff von Verwahrlosung und Asozialität wenigstens flüchtig umrissen. Dieser alltägliche Begriff war den bürokratischen Strukturen der Stadtverwaltung weitaus näher als beispielsweise ein psychoanalytisches Modell Eichhorns. Diesem alltäglichen Begriff konnten auch gar nicht ausgebildete Erzieher, Klosterschwestern, Ordensbrüder, Berufsabbrecher, Ex-Offiziere beispielsweise aus Überzeugung und zuweilen mit sichtbarer sadistischer Lust folgen. Nicht zuletzt, und das darf man nicht vergessen hinzuzufügen, fand dieser alltägliche Begriff einer schuldhaften Verwahrlosung und Asozialität in weiten Teilen der Bevölkerung Zustimmung. Die Vorstellung von der schuldhaften Verwahrlosung und Asozialität war für das Wiener System der Fürsorgeerziehung so bestimmend wie verhängnisvoll. Diese Vorstellung führte zu jener Vielfalt und zu jenem Ausmaß an Gewalt, die wir empirisch nachgewiesen haben. Eine Gewalterziehung, die im Übrigen ganz klar alle politischen Regimegrenzen von 1918, von 1934, von 1938 und von 1945 mühelos überwindet. Ich werde jetzt etwas abkürzen und zum Schluss nur noch ganz knapp illustrieren, worin sich diese Vorstellung von Asozialität in der Heimerziehung niederschlägt. Die Gewalt der Erzieher, der Erzieherinnen, ich betone, wir haben auch sehr gewaltvolle Erzieherinnen gefunden, erklärt sich nicht aus der Verwahrlosung und Asozialität der Kinder, sondern aus dem, was die Erzieher, die Heimleiter, die Ärzte, die Psychologen an den Kindern und Jugendlichen jeweils wahrzunehmen glaubten. Und das war im Kontext der genannten Theorien die Physiognomie des Mangels, das Körperlichwerden der psychiatrischen Mängel, des Degenerierten, des Minderwerts. Hier berührt sich die Praxis der Gewalterziehung mit dem rassenhygienischen psychiatrischen Diskurs. So ist zu erklären, warum sich nicht nur die heilpädagogischen Ärzte, sondern auch Heimleiter, Heimleiterinnen, Erzieher und Erzieherinnen obsessiv mit Leidenschaft mit den Körpern der Zöglinge befassen. Genau dazu abschließend drei Beispiele. Erstens, das erste Beispiel im Kinderheim Hohe Warte, eigentlich ein heilpädagogisches Kinderheim. Schreitet in den 50er und 60er Jahren ein Erzieher, der stets eine militärische Reithose und Reitstiefel trägt, Klammer auf, er ist ein ehemaliger Offizier der deutschen Wehrmacht, Klammer zu, die zum Morgenappell angetretene Stirnreihe der Burschen ab. Er bleibt vor jedem kurz stehen, um ihn, wie es heißt, zu mustern. Ab und zu nimmt er den Penis eines Burschen in die Hand, prüft ihn auf Rötung und äußert, der Bursche habe wohl heute Nacht wieder onaniert. Dann schupft er den Penis hoch und schlägt ihn im nächsten Moment mit einer Gerte heftig nach unten. Im Jargon der Wiener Erziehungsheime wird dies Schwanzabschlagen genannt. Das gibt es nicht in einem Heim, es gibt es in mehreren Heimen. Zweites Beispiel. Die enge Verbindung eines körperlichen Mangels mit moralisch-sittlicher Schuld wird an den enuretischen Kindern besonders evident. Die Erzieherin schlingt dem nackten Kind, dessen Leintuch am Morgen nass ist, dieses Leintuch um die Schultern
und lässt dieses Kind stundenlang in der Halle des Heimes stehen und den Spott der anderen Kinder ertragen. Eines dieser anorektischen Mädchen hat große dunkle Augen und schwarze Haare. Eine Erzieherin schimpft sie mehrfach einen vergessenen Judenbankert. Verstehen Sie den Begriff? Das ist das ledige, uneheliche Kind einer jüdischen Mutter. Vergessen bezieht sich auf den Holocaust. Sie taucht den Kopf des Kindes, das sie im Klo dabei entdeckt, dass die Hose nass ist, mehrfach in die Klomuschel, so als wollte sie das Kind ertränken. Drittes Beispiel, der Speisesaal. Auch der Speisesaal des Erziehungsheims ist ein Ort, an dem Gewalt gegen die Körper stattfindet. Wer eine Mahlzeit nicht aufessen kann, ganz genau jene Portion, die er sich selbst auf den Teller geschöpft hat, unvorsichtigerweise, der wird gezwungen aufzuessen. Und wenn er erbricht, muss er das Erbrochene aufessen. Und ein Erzieher kommentiert das mit den Worten: Du frisst das jetzt. Zu Hause frisst ihr doch eh nur den Kitt aus den Fenstern. Sie sehen hier das Motiv, sich als Erzieher, wahrscheinlich Berufsabbrecher, letzte Chance, unter das Dach der Gemeinde Wien zu schlüpfen, erhebt sich sozial, indem er dieses Kind demütigt, indem er seinen Minderwert sozusagen bespricht. Zum Schluss eine erste öffentliche Diskussion dieser Gewaltformen der Heimerziehung setzt in Wien, ich denke nicht so viel anders als in Deutschland, im Jahr 1971 ein. Wir haben zwar auch eine Heimbewegung um 68, aber die geht sozusagen am Jugendamt irgendwie merkwürdigerweise vorbei. Aber 1971 ist das Jahr einer ersten Enquete, die das Jugendamt veranstaltet, unter anderem mit Professor Spiel und Professor Mario Heidger. Mario Heidger, den ich noch persönlich als Student kennengelernt habe, 2 Meter großer bundesdeutscher Professor in Wien, spricht auf dieser Tagung von der Kontraproduktivität der Heimgewalt. Er sagt, diese Gewalt produziert geschädigte Menschen und die Gesellschaft wird mit diesen geschädigten Menschen viele Probleme haben. Aber er kennt die Gewalt noch nicht. Er weiß nicht, wovon er spricht. Er kennt sie sozusagen vom Hörensagen. Das ist kein Zufall, dass genau zu dieser Zeit die Diskussion um die Gewalt in der geschlossenen Psychiatrie auch in Wien beginnt. Kein Zufall ist es deshalb, weil die strukturelle Gewalt in der geschlossenen Psychiatrie und im Erziehungsheim sehr viele Ähnlichkeiten aufweist. Ich möchte noch am Ende ein letztes Mal auf August Eichhorn zu sprechen kommen. Für ihn muss es deprimierend gewesen sein, am Ende eines langen Berufslebens, er stirbt 1949, feststellen zu müssen, dass sich trotz seiner Anstrengungen, trotz seiner vermeintlich prominenten Rolle im Wiener Jugendamt als einziger Erziehungsberater von internationalem Ruf, dass sich in diesem Wiener Fürsorgesystem das medikalisierende, wie wir heute sagen, rassenhygienische Paradigma gegenüber der Idee einer therapeutisch wirksamen Nacherziehung durchsetzen konnte. Und heute, meine ich, gilt es kritisch zu prüfen, ob die Reformen der letzten Jahrzehnte, und es ist nicht mehr die Zeit, darüber zu sprechen, aber wenn es Sie interessiert, kann ich gerne noch das Wichtigste dazu sagen in der Diskussion vielleicht, ob diese Reformen der letzten Jahrzehnte, Auflösung der Großheime, Umwandlung der Fürsorgeerziehung in ein betreutes Wohnen in Wohngemeinschaften und ähnliches mehr, ob diese Reformen zu einer therapeutischen Nacherziehung für verwahrloste Kinder im Eichhornschen Sinn geführt haben oder nicht. Das wäre sozusagen der gegenwärtige Forschungsauftrag, den ich aber nicht bekommen habe. Wen wundert's? Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.